Du, ich muss nehmen, was geht? Nicht viel, was geht bei dir? Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Was für Frage? Du hast ja gesagt vorhin, ein Mann wird, also es wird nicht eine Frage gestellt, warum der Mann seine Frau schlägt. Sondern es ist 100 Ibn Majah 1986 überliefert, richtig? Ja, richtig, ja. Dieses Hadith, gell? Dieser Hadith wurde auch in Abu Dawud 2147 überliefert und Und ist es ist Da'if wegen Daib, der ne? Daib, ja, Überlieferungskette. ich weiß. Wie bitte? Ja. Ich Aber weiß, es ist Daib. Und den, den ich ja, aber das zitiere, ist ist was? Den ich zitiere, ist was? von Ibn Majah. Und ist was als klassifiziert worden? Was? Hassan. Aber Danke. das ist dieselbe Überlieferungskette und die ist Dankeschön. Daif. Dankeschön. Dankeschön. Unehrlichkeit. Da bin ich. Da hat die Nein, keine ich kann Daib. dir doch. Du siehst also, dass es ein Hadith gibt, der Daif ist. Und du Wie siehst also, bitte? dass es Hassan ist. Du Ja, siehst aber also, dass ich das den ist die. benutzen darf, oder? Na, nein, nein, guck mal, das ist dieselbe Überlieferungskette, weil in der Überlieferungskette Nein, Davud. nein, nein, nein. Sheikh Doch. Al-Albani hätte auch das als Daif einstufen können, richtig? Wir können uns die Überlieferungskette anschauen und wurde Ja, von okay, den warum Gelehrten ist, also du hast Daif. mehr Ahnung als ein Sheikh Al-Albani. Wo hat Sheikh Al-Albani das als Dinger sagt, Wer hat ihn Hassan als Hassan klassifiziert? klassifiziert? Zeig. Wer hat ihn als Hassan klassifiziert? Also du hast mehr Ahnung als die anderen. Ich kann nicht von Ibn Hajar und so weiter und so fort checken, dass es Hast Daif du mehr ist. Ahnung als die Seite von Sunna.com? Das ist meine Frage. Nein, habe ich nicht. Also, dann musst du Aber da mindestens kennst du, eine Stunde warten. weißt du, Ibn Hajar ist? Dankeschön. Aber weißt du, Dankeschön. Ibn Hajar? Also, haben die einen Fehler gemacht? Haben die einen Fehler gemacht? Ich kann dir auch von Gelehrten Haben die sagen, einen wie soll Fehler denn? gemacht in der Überlieferung? Also, die haben sich, die sind nicht auf die Idee gekommen, sich die Überlieferungskette anzugucken. Ein TikTok-Muslim, der ein kleines Kind ist von 16 Jahren, hat mehr Ahnung als die Leute von Sunna.com, richtig? Nein, habe ich ja nicht behauptet. Ja, Aber also, dann hast du, ich dann sag dir hast nur, du dass es Daif ist und ich kann ja hier von das. Ibn Hajar und Merkst ich du kann nicht, ja wenn von du Ibn schämst, und dass ich du auf kann ja auch von Ibn und ich kann dir auch von Ibn Hajar und so weiter und so fort checken, dass es Daif ist. Weil du lügst eigentlich. was du betreibst? Du schämst dich deiner Religion und dann Ich sagst du, schäme es mich nicht meiner Religion, Alhamdulillah, aber wir können ja auch mal nach deiner Bibel. dann sagst du, warte, dann sagst du, es ist die gleiche Überlieferungskette. Dann frage ich mich allen Ernstes, sind diejenigen, diese Professoren und Schiuch, behinderter als du oder was? Nein, aber ich kann dir von Gelehrten bringen. Ibn Hajar Also, beispielsweise. wer hat das denn eingestuft? Waren das irgendwelche Kindergartenkinder oder was? Nein. Also, dann halt doch den Mund ein, deutscher Ja, aber TikTok-Muslim. ich zeig dir, ich kann dir doch aus den Gelehrten. Guck mal, ich muss gleich gehen. Ich wollte dir nur Warum sagen, willst das du das ist. nicht Nein, akzeptieren? nein, nein. Weil das natürlich Mohammed ein schlechtes Licht gibt, nicht richtig? Guck mal, nein, nein, guck mal, ich muss gleich gehen. Guck mal, Hat ich muss gleich gehen. Guck mal, aber was ich dir geschlagen? ganz kurz, Hat ganz kurz. geschlagen? Ist doch alles gut. Aber wir reden Hat doch alles gut. das ist die Frage. Nein, nein, er hat niemals seine Frau geschlagen, weil Aisha Okay, hat berichtet in also einem. nicht Aisha geschlagen und Omar hat nicht Hafsa geschlagen? Hat er nicht, weil Aisha, die radiallahu anhu, berichtete, dass der Prophet, salatu wasalam, niemals seine Frau schlug. Ja, der hat doch Aisha geschlagen in Sahih Muslim. Das ist eine falsche Übersetzung, weil dort eine Heide steht. Ist eine falsche Übersetzung, ey. Seht ihr, Daif, falsche Übersetzung, immer dasselbe Spielchen. Das hört nie an. Merkt ihr das? Also der Junge, der gerade reinkommt, ist 15, 16 Jahre, hat mehr Ahnung als die Schiuch von Sunna.com, die das eingestuft haben. Seht ihr, wie krank das Ganze ist? Die kam also nicht auf die Gedanken, sich die Überlieferungskette anzugucken und sagen, oh, der ist aber schwach, der Typ. Oh, nee, 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 nee. Das ist unfassbar. Und dann frage ich ihn, der hat den Dings zugeschlagen, der Abu Bakr, hat der zugeschlagen, ja. Der hat Aisha so krass geschlagen, dass sie regungslos auf dem Boden lag. Das ist Wahnsinn. Da sagt er, nein, hat er noch nie gemacht. Hat Oma seine Frau geschlagen? Ja, hat er getan. Hat Oma seine Tochter geschlagen? Ja, hat er getan. Alle haben ihre Frauen weggeboxt, ey. Selbst der Koran erlaubt das sogar in Sure 434. Also, wovon reden wir hier eigentlich, ey? Das ist krank.
So, Dr. Scherer-Bommel ist wieder da. Sieht er das? Läuft wieder. Ja, ein paar Aussätze habe ich hier. Ich glaube, ich beende das Ganze jetzt mal und dann komme ich eventuell später wieder live, ja. Also ihr seht, lasst euch nicht von diesen ganzen Muslimen, die überhaupt gar keine Ahnung vom Islam haben, und das Licht führen mit Daif und diese falsch übersetzt und sowas. Nein, diese Gelehrten des Islams haben das übersetzt, sie haben es akkurat übersetzt. Und sie müssten eigentlich nur ihre eigenen Gelehrten, ihr seht ja, sie greifen ihre eigenen Gelehrten an. Und das sind so kleine Nichtsnutz-TikTok-Muslime, die überhaupt nichts mit dem Islam zu tun haben, gar nichts können und sich eigentlich unterordnen müssen, aber dennoch ja, so einfach mitreden wollen. Ne? Tja, das ist das. Ihr Lieben, Gott segne euch, ihr Wundervollen. Haltet den Namen Jesus Christus fest und lasst euch nicht von Religionen irgendwie das Licht führen. Jesus Christus hat sein Licht erfüllt und er wird es auch, also beziehungsweise er hat auch sein Licht in uns gesetzt, dass wir ein Licht sind in dieser schweren, dunklen Zeit, die wir hier haben. Und wir werden das Ganze auch hinkriegen, weiterhin Aufklärungsarbeit zu machen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen, ihr Wundervollen. Gott segne euch, ihr Wundervollen.